Sie sehen, diese T-Shirt, das ich heute anhabe, steht No to the Islamic Republic. Nein zur Islamischen Republik. Das ist nämlich eine Kampagne, das vor dreiviertel Jahr aus dem Iran hervorgegangen ist. Und wir unterstützen diese Kampagne, meine Damen und Herren. So, jetzt möchte ich gerne Frau Schönenbach, Menschenrechtsaktivistin von Frauen für Freiheit e.V., zum Rednerpult bitten. Jetzt. Vielen Dank, Horvath, für die Einladung. Ganz tolle Veranstaltung, dringend notwendig, vor allem da die Übernahme der Taliban in Afghanistan überhaupt keine Überraschung war. Ich bin die Vorsitzende von Frauen für Freiheit e.V. und wir haben seit 2018 das Auswärtige Amt auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Seit 2018 werden in Kabul vermehrt Frauenrechtlerinnen umgebracht. Die sogenannten Friedensverhandlungen, die eingeleitet wurden von den USA, damals von Präsident Trump, haben die Taliban mit eingebunden. Und die Taliban haben von Anfang an gesagt, dass sie eine Herrschaft nur im Rahmen der Scharia und damit auch Frauenrechte nur im Rahmen der Scharia akzeptieren würden. Dagegen haben afghanische Frauenrechtlerinnen stark protestiert und sie wurden ignoriert. Selbst als sie dann umgebracht wurden, Journalistinnen, die durch Drive-by-Shootings in Kabul umgebracht wurden, eine Frauenstation, eine Radiostation für Frauen, die durch einen Bombenanschlag hochgejagt wurde, kam keine internationale Reaktion. Und daher müssen wir auch unsere Regierung in die Haftung nehmen. Wir haben die Katastrophe akzeptiert, wir haben sie kommen sehen und dagegen wurde nichts unternommen. Das heißt, wir können nicht sagen, es kam überraschend. Das Auswärtige Amt hat leider nie auf unsere Anfragen reagiert. Es kam keine Reaktion, als die Taliban dann sehr vorhersehbar Kabul übernommen haben und den Rest des Landes, jetzt wahrscheinlich auch Panjshir, kommt wieder keine Reaktion. Wir akzeptieren also einfach, dass Mädchen und Frauen wieder zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden. Dazu muss man wissen, dass 60% der Bevölkerung in Afghanistan unter 25 Jahre alt ist. Das sind Millionen und Millionen von jungen Mädchen und Frauen, deren Zukunft ohne die Taliban gedacht war, die Taliban nie kennengelernt haben, die eben, weil die Taliban vor 25 Jahren an die Macht kamen, in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, mittlerweile gut gebildet und denen jetzt jede Zukunftsperspektive genommen wird. Entwicklungen haben wir beim iranischen Regime beobachten können. Deswegen bin ich froh, dass beide Regime heute adressiert werden. Auch mit dem iranischen Regime wurde eine Politik des Dialogs verfolgt. Das einzige Ergebnis des Dialogs ist die Stärkung des iranischen Regimes auf Kosten der iranischen Bevölkerung und vor allem auf Kosten der iranischen Frauen. Auch im Iran werden Frauenrechtlerinnen, also Frauen, die einfach Menschenrechte für Frauen einfordern, als Terroristinnen behandelt, weil ihnen unterstellt wird, das System zu destabilisieren mit der Forderung von Menschenrechten für Frauen. Etliche Frauen sitzen in den Gefängnissen, werden gefoltert und teilweise werden Vergewaltigungsopfer sogar hingerichtet. Diese fundamentalen Verbrechen an der Menschlichkeit erregen hier kaum Aufmerksamkeit und das muss sich ändern. Menschenrechte sind universal. Frauenrechte sind universal, sie gelten für alle Frauen, ob hier oder im Iran oder in Afghanistan. Und darauf müssen wir bestehen. Das gilt übrigens auch für die Afghaninnen, die nach Deutschland kommen. Hier wurde vor wenigen Wochen in Berlin eine Afghanin umgebracht von ihren Brüdern. Also auch Afghaninnen, die hier in Deutschland leben und freiheitlich leben wollen, müssen geschützt werden. Wir dürfen diese Themen nicht Rechtsextremisten überlassen. Wir müssen darauf bestehen, dass Frauen überall frei leben können. Wir haben mit 30 afghanischen Frauenrechtlerinnen von Frauen für Freiheit in Zusammenarbeit mit Mina Ahadi einen Aufruf gestartet, der verlangt vor allem Frauen, die sich öffentlich für Menschenrechte in Afghanistan eingesetzt haben, zu retten. Und wir verlangen auch, dass endlich über Safe Zones gesprochen wird, also über Zonen unter internationaler Kontrolle in Ländern, in denen es für Frauen schwierig wird, wo Frauen leicht hinkommen können und fliehen können, weil es sehr schwierig ist für sie, heute noch das Land zu verlassen. Und das wäre eine Möglichkeit, die völlig ignoriert wird, über die endlich gesprochen werden muss, dass wir Demokratinnen und Demokraten die Flucht ermöglichen, die am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Auch das ist in Verantwortung unserer Länder, in Verantwortung der Bundesrepublik. Also nochmal hier der Aufruf, sich einzusetzen, grundlegend für Menschenrechte, grundlegend für Frauenrechte, egal ob hier in Deutschland oder im Iran
oder in Afghanistan. Und die Konsequenz davon kann nur sein, die Lehre aus dem strategischen Dialog mit dem iranischen Regime ist kein Dialog, keine Verhandlungen mit den Taliban, keine Zusammenarbeit über die Taliban, keine humanitäre Hilfe, die über die Taliban läuft, strenge Kontrolle der NGOs, ein Boykott jeder Extremisten, ob hier in Deutschland, ob Rechtsextremisten, ob islamische Extremisten, es gehört sich nicht, mit denen zusammenzuarbeiten. Jede Form von Dialog und Zusammenarbeit stärkt Extremismus und wir treten gegen jeden Extremismus ein. Vielen Dank. Ja.